Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Elden Ring. Wir sind in Teil 46 mittlerweile. Es geht voran hier am Drachenhügel, wo wir das letzte Mal den Avatar des niederen Erdenbaums hier besiegt haben. Und ich da hinten ein bisschen gescheitert bin am blauen Golem und an dem Weg darunter. Aber ich habe mich dazu entschlossen, einen neuen Bild auszuprobieren. Und das ist er. Das ist Bushis Outfit. Finde ich eigentlich ganz schick, gerade im Schwertmagier-Stil. Und ich habe hier dieses Schwert mit meinem Lieblingszauberstab kombiniert. Lustas Schimmersteinstab und habe dazu das Lazuli Schimmerstein-Schwert genommen. Das passt eigentlich ganz cool, logischerweise. Und ein paar Magie-Talismane dazu. Vor allem hier der Zaubertrank, der Talisman, der verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Denn meine Zauber, die ich benutze, ist einmal die Spirale. Das soll mein Hauptzauber werden. Ich wollte den immer schon mal ausprobieren. Der ist nämlich ganz interessant. Ihr seht, der fliegt recht langsam, aber der trifft mehrmals. Und den kann man auch verstärken, indem man ihn auflädt. Und den wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich habe das kombiniert mit einem noch etwas schnelleren Zauber. Die Sterne des Ruins. Und auch die kann man eben, zack, verstärken. Und gleiches gilt auch für den Steinspeer. Den finde ich ganz interessant. Ich wollte einfach noch ein bisschen verschiedene Möglichkeiten haben, wie immer im Zauberbereich, sage ich mal. Und der Steinspeer ist interessant, denn wenn man den auflädt, dann hält er das einfach gedrückt und es wird kontinuierlich Mana entzogen, bis man ihm dann auf den Boden haut. Ihr seht, jetzt ist meine Mana leer. Und diese drei Zauber will ich einfach mal probieren hier in Verbindung mit meinem Schwert, das noch den die kleine Fähigkeit hat, selber einen kleinen Zauber zu wirken, wenn man natürlich Energie dafür hat. So, das ist der ganze Bild und ich hoffe, er klappt ganz gut. Mir gefällt er erstaunlich gut tatsächlich und wir werden ihn jetzt gleich mal testen und zwar bei einem ja, gleich starken Gegner da oben. Von daher, ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Ich habe tatsächlich mittlerweile nach mehr Versuchen, als ich zugeben werde, da unten den blauen Golem besiegen können. Das ist mir dann doch irgendwann mal gelungen. Und er hat starke 12.000 Runen gedroppt. Also, ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Müsst ihr selbst entscheiden. Außerdem habe ich mir die Zeit genommen und den die Statue, wer sich erinnert aus der letzten Folge, wo man den Drachen hinlocken muss, auch noch aufzubrechen. Das habe ich auch noch gemacht. Das hat auch so lang gedauert, wie ich ungefähr gedacht habe. Dieser Drache war so schwierig dahin zu locken, aber er muss tatsächlich einfach nur durchlaufen durch die Statue. Dann geht sie schon kaputt. Und was war drin? Drei Schmiedesteine Level 5. Also auch das nicht wirklich lohnenswert, aber ich wollte es euch nicht verschweigen. Das hätte aber insgesamt eine ganze Episode gedauert. Von daher würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt lieber mit unserem neuen Bild hier in den nächsten Kampf und der findet hier auf dieser Brücke statt gegen den Kerl da hinten. Mal gucken, wie das wird und wie mein Bild sich schlägt. Ich bin gespannt, wie die Zauber funktionieren. Ich werde jetzt auch hier mal meine Arzneimischung nehmen, die sollte nochmal Magie verstärken. Und ich kann mir vorstellen, gerade gegen so große Gegner ist diese Spirale nicht so verkehrt. Ich probiere das jetzt einfach mal, ihn hier zu überraschen. Und direkt die Sterne des Ruins hinterher zu schmeißen. Zack. Okay, ich glaube, die Spirale war noch zu weit weg, oder ich habe es nicht gesehen jetzt genau, aber ich habe auf jeden Fall ihm schon ordentlich Schaden gemacht. Ja, und die, ihr seht, die nimmt sogar die Richtung nochmal. Oh, Alter. Das ist stark. Ich glaube, das könnte stark sein. Ja, okay. Er ist auch stark. Das hat er mir jetzt gezeigt. Kein Thema. Was man vor allem machen kann, man kann den hier aufladen und dann theoretisch direkt den anderen hinterher schießen. Das ist auch eine ganz coole Kombi, glaube ich. Aber, guck mal. Der Zauber ist der Hammer. Splitterspirale. Hat ihn mal kurz fertig gemacht. Und wir haben das Drachenherz bekommen. Okay, ich muss sagen, damit
bin ich recht zufrieden. Cool, okay. Wir werden den natürlich noch gegen andere Gegner ausprobieren, aber toi toi toi. Ist das vielleicht der Wahnsinns-Magier-Bild? Ich werde jetzt hier mal kurz den Ort der Gnade aktivieren. Aber bevor wir uns da oben ins Finale stürzen vom Drachenhügel, sage ich mal. Konnte ich da gerade mit Melina reden? Nee, habe ich mich verguckt. Reite ich zurück, denn es gibt auch unter dieser Brücke hier noch etwas. Und zwar, ihr seht da hinten schon diesen kleinen Magierturm. Auch nochmal eine kleinere Brücke da. Und rechts vom niederen Erdenbaum seht ihr, da gibt es auch noch einen unteren Bereich. Und deswegen, den wollen wir natürlich nicht verpassen, reite ich jetzt nochmal ein Stückchen zurück, weil da ist eine Höhle, vor der es mir zwar ein bisschen graut, aber das ist jetzt vielleicht der Test gegen oder für unser neuen Bild. Was haben wir hier? Oh, guck mal. Ich habe es irgendwie gerochen, dass hier was ist. Was kannst du? Oh, das war jetzt blöd. Guck mal, das war jetzt blöd. Das muss ich lernen. Noch dann loszulaufen war blöd. Oh, halt hier an. Zack. Okay, alles gut. Ich hab's erwischt. Bestialische Robustheit habe ich bekommen. Okay. Die hätte ich fast verpasst. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Bestialische Robustheit. Goldener Skarabäus hier an der Stelle. Nice. So, und jetzt gucken wir, dass wir da runterkommen. Und ihr seht, man kann da vom niederen Erdenbaum rechts runterreiten. Ich gucke gerade, ob man hier auch runterspringen kann, aber ich glaube, das will ich nicht riskieren. Da oben war Greyall, der alte Dude. Hier sind solche Knospenkrieger versteckt im Boden. Die lasse ich jetzt mal links und rechts liegen. Und, oh, da ist sogar ein Ort der Gnade. Guck mal, das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm. Man kommt auch von da hinten, vom Turm hierher. So, dann haben wir den aktiviert. Und dann hat man eben hier die Möglichkeit, unten rum zu reiten. Und dieser Bär gibt uns schon einen kleinen Hinweis. Okay, auch dieser kleine Spell von dem Schwert hat was drauf, ey. Das hatte ich gar nicht gedacht. Der ist, ich meine, gut, diese kleinen Bären sind meistens nicht besonders stark, aber dass der den one-shottet, finde ich jetzt doch überraschend, muss ich sagen. Was hat er für eine Reichweite? Nicht besonders weit, okay. Okay. Dann nehmen wir das hier mit und hier ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Höhle im Schatten. Recht versteckt und ja, zwei kleine Bären vor der Höhle, dann könnt ihr ahnen, was in der Höhle auf uns wartet. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr wisst, das ist nicht mein Lieblingsgegner hier. Boah, hier sind so viele Tote. Seht ihr das, wie viele Leichen hier oben liegen, wie viele Blutflecken wir hier haben. Ich mache jetzt das hier voll aufgeladen, switch direkt zum nächsten. Bis der hittet, hittet der nächste auch. Okay, und jetzt brauche ich natürlich hier zack, 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 zack. Die Sterne des Todes. Bam, schwere Gegner. Ja, das geht mehrfach durch und durch, das ist echt stark. Zack, okay. Warum greift er mich nicht an? Ich bleibe mich nicht. Ah, verdammt, jetzt greift er an. Okay, das reicht auch. Oh, ich bin echt zufrieden, dass der so passiv ist gerade. Okay. Ich glaube, meine Spirale hat ihn so eingeschüchtert, dass er sich nicht getraut hat, mich anzugreifen. Ich glaube, das war's. Das muss es gewesen sein, dass er sich nicht getraut hat, weil ich der absolute Obermagier bin hier. Guck mal, hier sind ein paar Rehe. Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Höhle, wenn der Bär dann mal weg ist. Ein paar Rehe hier. Und hier unten. Ging es hier weiter? Ah ja, hier ging es in so einen Hain. Guck mal, wie schön das ist. Ein paar schöne Blumen, Eichhörnchen.
Und der Talisman des Ziegenbocks. Was macht der gleich nochmal? Verstärkt euer Gleichgewicht. Okay. Ja, warum nicht? Und dann war es das aber, glaube ich, noch nicht in der Höhe. Ich bin so happy, dass ich diesen Bär jetzt aufs erste Mal gerade weggehauen habe. Ich meine, das lag jetzt nicht ausschließlich an dem Spell. Der hat auch einfach sich irgendwie aus irgendeinem Grund zurückgehalten. Vielleicht hat er wirklich Angst gehabt. Jetzt können wir nämlich hier noch hin. Und hier sollte man vorsichtig runterdroppen können. Zack, ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier noch Gegner gibt. Ich glaube erstmal nicht, oder? Ah doch, guck mal, Wölfe. Dann können wir euch auch noch ein bisschen... Oh, guck mal, der weiße Rot. Ah, okay, das weiße war auch nicht die aufgeladene Version. Ich muss den immer aufladen. Und dann die Sterne des Ruins hinterher. Zack. Die brauchen ein bisschen mehr Energie, die Sterne. Deswegen muss man ein bisschen haushalten mit denen. Aber die sind natürlich schnell und gut. Und was ist mit hier? Ah ja, okay, da reicht sogar dieser kleine Sperr. Alles gut. Dann gehen wir hier rein. Wieder die Splitterspirale. Das ist echt ein guter Spell. Also wie gesagt, gerade gegen große Gegner, der hittet dann die ganze Zeit, während er so langsam durch ihn durchwandert. Und das ist natürlich stark. Muss ich echt sagen, bin ich positiv überrascht. So, jetzt gehen wir hier rein. Und vorsichtig hier runter. Überlebe ich das? Ich denke schon, oder? So, was haben wir hier? Wer bist du? Oh, das sind zwei. Oh, dann kann ich jetzt meine neue Asche ausprobieren. Mir wurde ins Herz gelegt, mal den Schwarzflammenmönch Amon auszuprobieren. Deswegen, hier ist er. Tada. Und dann, würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Spirale. Und gucken mal, wie wir uns hier schlagen. Amon geht direkt auf den anderen, das ist vernünftig. Sehr gut. Hoppala. Zack, wieder die Spirale auspacken. Hopp, hopp. Okay, ausgewichen, perfekt. Kriegst du den? Oh, die halten viel aus, die Jungs, ey. Kleiner Vorgeschmack auf Farum Azula. Oh, 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 oh. Heilen. Okay, okay. Oh. Halt mal das hier bitte. Dann das hier hinterher. Nein! Oh. Boah, aber mein Amon, der macht den auch platt. Guck mal da hinten. Okay. Der scheint stark zu sein. Also den kann man machen lassen. Nur ich war jetzt zu schwach. ich hatte es fast. Verdammt. Und danach hätte ich gegen 2 gegen 1 gehabt. Also das hätte ich dann locker geschafft. Da hätte ich mich jetzt gerade nicht treffen lassen dürfen. Aber der hat mehr Energie, als ich vermutet habe, muss ich sagen. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, jetzt ist der Bär wahrscheinlich wieder da. Aber ganz ehrlich, ich werde mein Glück jetzt nicht nochmal herausfordern. Deswegen gehen wir jetzt hier ganz sachte an ihm vorbei. Droppen hier runter. Zack, zu den Wölfen. Hier habe ich gelernt, reicht eigentlich. Okay, bei dem Großen natürlich wieder nicht. Aber bei euch reicht das. Zack, zack und zack. So. Wunderbar. Und dann sind wir schon wieder da. Hier rein. Vorsichtig runter. Okay, so, dann vorsichtig, leise. Ich hole mir erstmal meine Runen. Und ich hole nochmal den Mönch. Der hat gerade echt gute Dienste erwiesen. Und dann geht's los mit der Spirale und den Sternen des Ruins. Das ist eine gute Kombi. Zack. Oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt hat der... Ah, guck mal, jetzt bin ich mit dem Mönch auf
beide gegangen und der andere hat Wurfmesser. Verdammt, okay. Die haben ordentlich Durchschlagskraft. Das ist Mist. Ich habe aber, glaube ich, meine Runes habe ich, meine Runen habe ich gesichert. Naja, okay. Also alle guten Dinge sind drei. Aber ich habe, muss ich ehrlich zugeben, die zwei jetzt zweimal ein bisschen unterschätzt. Ich, wahrscheinlich wegen dem Hai, dass ich hier den Bär hier direkt besiegen konnte. Aber die Farum Azula, Jungs, nicht ohne. Also, auf ein drittes Mal. Jetzt kriegst du auch mal den hier ab und den hier hinterher. Ja, guck mal, wie stark dieses Ding ist. Also das ist wirklich ein Zauber, mit dem bin ich sehr, sehr happy. Zack. Okay. Lässt den Knochen mitnehmen. Und ab geht's. So, zwei Sachen. Jetzt nehme ich direkt meine wundersame Arznei. Gehen hier nochmal runter. So, wo sind die Runen? Da sind die Runen. Sieht der mich, wenn ich die hole? Dann kommt der Mönch. So, dann die wundersame Arznei. Und zack. Und das direkt hinterher. So, jetzt brauche ich sofort den Trank. Jetzt geht der Mönch auch wieder auf ihn. Das ist okay. Nur da müssen wir ihn wirklich sehr, sehr schnell besiegen. Weil sonst laufe ich Gefahr zu sterben. Okay, jetzt hat er gewechselt. Okay. Come on. Und das. Alles klar, wir haben ihn. Jetzt sollte es kein Problem mehr sein. Und der Mönch, jetzt können wir ihm mal ein bisschen zugucken. Der macht da mit seinen Flammen. Naja, der hält ihn echt gut in Schach. Okay, ich gebe zu. Vielen Dank für den Hinweis. Der ist stark. Wow, da hat die Spirale jetzt mal richtig zugeschlagen aus der Entfernung. Okay, warum nicht gleich so? Flammdrachentalisman, wir haben ihn. Vielen Dank an den Mönch. Dich werde ich auf jeden Fall noch weiter ausprobieren. Und dann würde ich sagen, geht's zurück zum Eingang der Höhle. Yep. Sehr schön. Das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir. Hopp, hi. Eigentlich nur den Berg hoch. So. Dann reiten wir hier mal in Ruhe den Berg hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, hier kam irgendwas. Ich glaube, hier kam irgendwas. Ja, ich dachte, wenn man hier so zur Seite geht, reicht das. Na gut. Übrigens, deswegen war ich gerade ein bisschen, ich war noch mal kurz in Gedanken. Ich habe gerade überlegt, wer mir das geschrieben hat mit dem Schwarzmönch. Das war, jetzt muss mir immer überlegen, wie es heißt, TFTX, TFTX 3x die 7 hat mir das geschrieben, dass dieser Schwarzmönch ganz gut ist. Und deswegen vielen Dank an der Stelle. Das kann ich an diesen Zeitpunkt hier schon mal bestätigen. Der ist sehr, sehr stark. Gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt gucken wir in diesen Magierturm hier. Hier gibt es sogar noch mal einen Ort der Gnade. Und der ist und bleibt verschlossen. Hier ist nämlich das Rätsel zerstört worden. Irgendjemand hat das Rätsel zerstört, wo und was man hier machen muss, um reinzukommen. Und deswegen nehmen wir diesen Luftstrom hier, um hier aufs Dach zu springen. Und von hier sollte man dann, ich glaube, hier ist das, ne? Ja. In Lennes Turm kommen. Vielen Dank. Lennes Turm. Und Lennes Turm, ich befürchte, hier bekommt man den letzten Speicherstein. Oder halt generell einen Speicherstein. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist.
Aber ich guck mal, weil ich kann mich nicht erinnern, dass hier ein Spell zu finden war. Deswegen kann es sein, dass die Truhe hier leer ist. Aber wir gucken mal. Einmal hier schauen, Truhe öffnen. Jupp, außer einer Nachricht nicht viel gewesen. Aber gut, wir haben den Turm abgehakt. Das war mir immer wichtig, dass ich euch auch nochmal zeige. Man kommt hier auf diese Art und Weise rein. Jetzt gucken wir mal nochmal unten, ob jetzt dann, wenn man, sobald man drin ist, das Siegel aufgeht. Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass das schon reicht, hier das Geheimnis zu lösen, sage ich mal. Jetzt gehen wir deswegen mal runter. Ist hier noch irgendwas? Außer Bücher auch nicht wirklich. Oh, du bist hier. Dann erledigen wir dich doch mal. Oh, das könnte vielleicht sogar eine gute Gelegenheit sein, meine diese Attacken auszuprobieren. Guck mal, das macht kontinuierlich Schaden. Bumm, bis er ihn schlägt. Das ist ziemlich stark gegen so immobile Gegner wie den hier. Guck mal, zack, 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 zack. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich von seiner Magie hier zerstört werde. Also auch das finde ich einen coolen Spell. Also das ist genau der Grund, warum ich immer wieder neue Spells ausprobiere. Weil ihr seht, das sind effektive Zauber und die, muss ich sagen, habe ich selber noch nie groß ausprobiert. Aber sie gefallen mir sehr gut, vor allem jetzt in der Kombination, weil man hat eine gute Auswahl an Spells für verschiedene Typen von Gegnern, muss trotzdem nicht ewig viel hin und her wechseln, weil, ja, ich meine, drei Spells ist überschaubar. Man könnte jetzt immer noch diesen Verstärkungszauber nehmen, hier Terra Magica oder sowas, dass man, wenn man an dieser Stelle in diesem Feld steht, die Spells noch stärker werden. Dann hat man natürlich gerade für den Erstzauber, sage ich mal, unglaublichen Schaden wahrscheinlich. Aber ich probiere es so aus. Ich gehe jetzt bis zum Nachteinbruch. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist auf dieser Brücke da hinten genau ein Dunkelkavallerist. Haben wir lang keinen mehr getroffen, ne? Dunkelkavalleristen. Muss ich mal gucken, ob ich den zu Pferde angreife und deswegen den zweiten Zauberstab in die rechte Hand nehme. Aber ich probiere es jetzt mal auf diese Art wieder. Mit dem Anfang, bis der hittet, kommt der andere. So, okay. Jetzt leider fehlt, glaube ich, mit der Spirale. Der könnte dafür zu schnell sein. Der könnte dafür zu schnell sein. Vielleicht muss ich da mit dem anderen ran. Der will es nämlich wissen hier, der Kollege. Bleib mal bei dem Zauber. Und zwar auch nicht aufgeladen, weil das könnte zu knapp werden. Oh. Eins, zwei und Spell. Okay. Ich muss mal kurz den Trank nehmen. Dann. Ja, der hittet gerade bei ihm jetzt nicht so gut, muss man sagen. Oh. Heilen. Okay, der ist aber sehr gut gegen ihn. Ah, okay. Nee, das war kein guter Einstieg. Also ich glaube, ich bleibe gegen ihn bei den Sternen des Ruins. Weil die Spirale, er bewegt sich zu schnell für die Spirale. Und dadurch hittet sie wahrscheinlich nicht häufig genug. Also, da müssen wir nochmal kurz abwarten. In die Nacht hinein. Ich überlege tatsächlich, weil ich immer Schwierigkeiten habe, diesen Kerlen auszuweichen, ob ich ganz kurz an der Stelle das mal so mache und Karianischen Schimmerstein dazu nehme. Dann können wir nämlich die Sterne des Ruins auch vom Pferd aus wirken. So. Könnten wir das nämlich so machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Vorsichtig, jetzt hat er mein Pferd gehittet.
Vielleicht sollte ich auch eher auf sein Pferd gehen, fällt mir gerade auf. Jetzt habe ich nicht so viel Energie. Das ist generell die bessere Strategie bei den Jungs. Das hat getroffen. Okay. Zaubertrank. Nein. Ja, das war blöd. Ich hätte erst heilen sollen. Ja, es ist... verdammt. Okay, also zwei Sachen gelernt. Direkt aufs Pferd gehen und dann mehr in Bewegung bleiben, damit er mein Pferd nicht killt. Das ist auf der Brücke ein bisschen nervig. Aber... Ah, kommt wieder Mitternacht. Ach, das ist immer auch super nervig, dass man hier immer hin und her wechseln muss. Zeit vertreiben, Nachteinbruch. Okay. Also ich sehe schon, gegen so schnelle Gegner Spirale nicht so effektiv, wie ich es mir wünschen würde. Jetzt ist die Frage, soll ich am Boden bleiben oder soll ich das... Ja, ich probiere es nochmal so, aber ich will mir jetzt erstmal meine... Das direkt zu Beginn. Zack. Dann machen wir es so. Und jetzt einmal Spirale. Die Spirale ist schon wieder nicht getroffen. Oh. Ah, da muss natürlich auch in Bewegung bleiben. So, jetzt passt auf. Jetzt erst auf Ausweichen fokussieren. Deswegen vielleicht die schnellen Sterne nicht aufgeladen, auch wenn es natürlich verlockend ist. So, weil so kann ich auch in Bewegung heilen und Tränke nehmen. Das ist besser. Das ist besser. Ich musste jetzt gerade nur ein bisschen ankommen mit dem, der Taktik mal wieder. Aber so kann ich immer ihn hinter mir halten und meinen Zauber spammen. So, sehr gut. Hopp. Boah, dein Pferd ist deutlich größer als meins, ey, das gebe ich zu. Aber dein Pferd ist auch gleich down. Thema ist, er ist es natürlich dann noch nicht. Ah, jetzt bleibt er out of range. So, jetzt kommt er. Bam, 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 bam. So, jetzt habe ich sein Pferd gleich. Zack, und jetzt schnell wechseln und zack. So, jetzt ist er am Boden. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich ihn jetzt leichter erwischen kann. Oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du das machst. Okay, dann wieder aufs Pferd, ha? Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass er das so schnell macht. Okay, aber man hat ihm trotzdem viel... Schaden zugefügt. Oh, oh. Heilen, heilen, heilen. Das war knapp. Nochmal heilen. Okay, jetzt ziehe ich vielleicht dann doch auf ihn. Das hat jetzt aber wieder eher das Pferd getroffen. Das könnte der Nachteil sein bei dieser Taktik. Okay, aber ich komme voran. Oh, oh. Nein, nein. Nimm das. Langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher machen wir ihm Schaden. Das war nix. Oh, mir geht gleich die Energie aus. So, komm her. Er reitet weg. Ah, jetzt fließt du, oder wie? So haben wir ja nicht gewettet. Oh, das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Die war aufgeladen. Okay. Nicht ohne. Meine Herren. Kriegsasche, Bluthundschritt. Okay, die ist natürlich auch stark. Da kann man mal sich ein bisschen anstrengen für. Okay, dann haben wir den. Meine Herren, das war schwieriger als gedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er so schnell sein Pferd regeneriert. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man auch am Boden gegen ihn kämpfen kann, aber vielleicht war das ein Zufall, dass ich das mal hatte. Aber es zieht ihm natürlich trotzdem extrem viel Energie ab, wenn man ihn vom Pferd haut und ihn dann ersticht. Das war schon der entscheidende Blow, würde ich behaupten.
So, ich glaube, hier waren so Fallen, Dudes, diese kleinen nervigen vom letzten Mal, ja, und Gift überall, Spitze. Ein bisschen abseits der Straße hier, weil mit denen muss ich mich nicht unbedingt anlegen. Seht ihr das? Das sind, glaube ich, alles Fallen, die da liegen, diese kleinen Kügelchen. Muss nochmal drauf achten, ich bin jetzt so durchgerannt. Ja, das sind alles Fallen und hier sind echt viele von den Jungs. Aber gerade deswegen muss ich mich denen nicht allen nähern, sag ich mal. Okay. Okay. So. Jetzt wollte ich eigentlich mich nur hier einmal kurz auf dieser Zwischenebene umgucken. Wir sind jetzt wieder oberhalb der großen Brücke, wo wir die Gnade aktiviert haben. Und hier gibt es nicht ganz so viel links und rechts, außer tausende von diesen kleinen Soldaten. Aber ich meine, irgendwo wäre noch ein Skarabäus gelaufen. Reicht das? Nee. Der hält was aus. Na? Nicht verschwinden, mein Lieber. Dankeschön. Dunkelschmiedestein 9. Okay. Sauber. Das nicht ohne. So, und wenn wir den haben, dann können wir, glaube ich, schon ganz hoch, weil viel mehr liegt hier nicht rum. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich gucke mich so ein bisschen links und rechts um. Da ist die goldene Saat. Und ich glaube, rechts ist dann noch irgendwo ein Sternlichtsplitter. Und dann ist da schon dieser Kollege. Oje, oje, oje. Das freut mich ja jetzt. ihr erinnert euch, wir waren schon mal bei Gurang in diesem Haus da oben drin. Ganz zu Beginn im Grunde von Limgrave aus. Und sind einmal rausgetreten, da steht der dann mit dem Rücken zu einem. Und das ist ein heftiger Gargoyle. Bin mir gar nicht sicher, ob es sogar der stärkste ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, hier wären Sternenlichtsplitter. Habe ich das falsch in Erinnerung? Vielleicht auf der anderen Seite? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich dachte, hier wäre irgendwo einer versteckt. Die sind ja meistens in diesen Schalen am Rande von diesen Klippen. Da sind noch mal mehr von diesen Jungs. Aber ihr seht, sonst liegt hier nicht wirklich viel rum. Das ist die Ebene, auf der ich gerade war, da unten mit dem Skarabäus. Oh, habe ich das falsch in Erinnerung? Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe fast nie was falsch in Erinnerung. Mega arrogant. okay, aber vielleicht. Nein, guck. Hahaha. Da ist es. Ja, perfekt. Nochmal Glück gehabt. Wer große Sprüche klopft, muss natürlich auch abliefern. Hier ist er. Das ist der Sternlichtsplitter, den ich gesucht habe. Und jetzt würde ich sagen, probiere ich es mit dem Gargoyle. Ich bin eigentlich recht gut geheilt. Thema ist natürlich diese kleinen Krieger, die ich jetzt hier wahrscheinlich alle angelockt habe. Verfolgen mich dann vielleicht zu ihm. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Erster Versuch. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Ich habe, na gut, nicht ganz so viele Spells, wie ich gerne haben würde. Aber okay, jetzt probieren wir es nochmal mit dem Schwarzflammenmönch. Okay, boah, die Flammen waren gut. Ich bin leider nur nicht gut ausgerichtet. Das war besser. Alter, die Flammen machen bei ihm ja richtig Schaden. Ist er dagegen schwach? Gegen seine Attacke. Mach du das mal alleine. Ich habe das Gefühl, du hast das im Griff. Zack. Und dann kommt mal Spirale. Hopp. Zack. Oh, da kommt noch mal einer. Okay. Das hat deutlich besser funktioniert, als ich gedacht habe. Also Flammenmönch, tipptopp. Spirale, tipptopp. Ich bin zufrieden.
Das hat sehr gut funktioniert. Erster Versuch. Und was ich jetzt als erstes mache, ist meine Runen loswerden. Weil das geht schon schief. Ich habe letztes Mal schon so viele verloren. Ich komme, ich mache die Kraft auf 70 und dann überlegen wir uns was Neues. So. Jetzt haben wir hier Gurang. Mir fällt aber gerade noch eine Sache ein, die ich eigentlich vorher machen wollte, bevor ich sein Quest angehe bzw. auch abschließe. Wir reiten jetzt kurz einmal hier rum, weil ich glaube, man kommt hier irgendwo runter. Könnte hier gewesen sein. Ich kann mich erinnern, dass sich das nicht mega lohnt, hier runter zu gehen. Aber, oh Gott, okay. Trotzdem will ich zeigen, dass es geht irgendwie. Aber ich bin mir gerade selber nicht sicher, wie es geht. Überlebt man das? Das ist schon mal gut. Okay. Oh, das ist schon mal viel wert. Nein, das war blöd. Okay, ich habe gedacht, ich hätte nochmal den Zwischensprung machen müssen. Ihr seht, das geht hier extrem weit runter. Also wir haben jetzt die erste Ebene erstmal erreicht. Und jetzt muss ich selber nochmal gucken, ob hier schon irgendwie was liegt. Also es gibt was da unten, aber es ist nichts, was weltbewegend ist. Es könnte sein, dass eine Anrufung ist. 100% sicher bin ich mir nicht. Und ich glaube, es ist jetzt relativ egal, welche Stelle man hier aussucht, um weiter runter zu gehen. Aber da bin ich mir wiederum auch nicht sicher. Ich probiere das jetzt einfach mal hier. Mit dem Pferd. Okay, Schaden nimmt man. Zwischenschritt. So, und jetzt könnte es sein, dass man das schon. Oh. Überlebt, aber. Okay. Ich heile mich mal. Zack. Die sind runtergefallen. Okay, die greifen mich an. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich glaube, ich probiere das jetzt hier einfach mal. Okay, perfekt. Auch jetzt sind wir noch nicht ganz unten. Lasst euch nicht täuschen. Sterne des Ruins sind schon sehr, 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 sehr stark. Upsala, das war. Ich habe ja mein Schwert gar nicht ausgewählt. So, dafür wollte ich nämlich das Schwert, dass man hier noch so einen kleinen, schnellen Spell hat und nicht immer ganz so viel Energie ausgeben muss. Und jetzt reite ich einmal hier kurz lang. Zu gucken. Ne, hier gibt es nur noch Fledermäuse. Okay. Und auch hier ist jetzt, glaube ich, wieder egal, wo man runter geht. Hauptsache, man geht runter. So. Und so. Das könnte man schon vielleicht überleben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es mal so. Okay, das war gut. Oh. Okay, alles gut, alles gut. Drachenschild-Talisman, okay, aber da gibt es noch eine stärkere Version. Allerdings glaube ich auch erst später, also nicht ganz unnütz. So, dann holen wir dich kurz. Und auch jetzt, meine ich, geht's noch weiter runter. Das ist der Horror hier, ich sag's euch, das ist wirklich. Oder sind wir ganz unten? Ah, nee, ich guck mal, ich glaube, diese Plattform ist tatsächlich ganz unten. Okay, diese Waffe kriegt man noch. Das ist, glaube ich, die Waffe sogar von Gurang. Und ich glaube, wenn man die hat, hat man es geschafft, weil man kann zwar darunter noch, aber da kommt dann keine Plattform mehr, da kommt nur noch Wasser. Okay, dann sind wir doch ganz unten. Alles klar, gut, dann bin ich froh, weil das ist echt eine Tortur hier runter. Ich bin überrascht, dass es jetzt gleich beim ersten Mal geklappt hat, muss ich sagen. Und mehr als ein paar Fledermäuse findet man hier sonst nicht. Okay, cool. Die Waffe. Ich
kann mal gucken, ob ich sie auf die Schnelle finde. Ansonsten reiche ich das nach. Wie hieß die? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich sie noch nie benutzt habe. Schreibt mir gern mal, wenn die gut ist. Aber ich glaube, das ist die Waffe von Gurang, oder? Nee, hier finde ich sie schon mal nicht. Guck. Das war. Ist das ein Dolch? Das sah so dolchartig aus. Gucken wir mal ganz oben. Da, das ist es tatsächlich. Kinkedea. Cinquedea. Talent Schnellschritt. Okay, ja, naja. Also, könnt ihr euch selber überlegen, ob es das wert ist, hier runterzukommen. Refugium der Bestie. Hier habe ich heute vor, Garang unsere ganzen Todeswurzeln zu füttern. Und zwar... Ich kann alle auf einmal geben, das ist interessant. Das Thema ist, ich probiere das jetzt mal aus, weil wenn man ihm alle nacheinander gibt, man kriegt immer, ich kann ja mal eine geben, dann sagt er miam, 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 miam. Und sein Hunger ist noch nicht gestillt, aber man kriegt etwas. Ich glaube, sobald man ihm 4 gegeben hat und gerastet hat, rastet er aus und man muss gegen ihn kämpfen. Okay? Um ihn wieder zu beruhigen. Ich gucke jetzt mal, weil das habe ich schon häufig gemacht. Was passiert, wenn ich ihm einfach alle auf einmal gebe? Einfach als Test. Okay. Ah, jetzt sagt er immer mehr, mehr, mehr. Okay, ich habe jetzt nur die eine Belohnung bekommen. Okay, also das kann man anscheinend nicht umgehen, leider. Alles klar, dann hat sich die Frage auch erledigt. War's das schon? Oh, ich dachte, man muss mehr gegen ihn kämpfen. Okay. Also er ist trotzdem, dass man ihn nach 3 oder 4, dass er einmal ausrasten muss. Jetzt rasten wir einmal kurz. Das ist ein interessantes Experiment, weil ich habe ihm jetzt ja vermeintlich alle Todeswurzeln gegeben. Okay, und jetzt kriege ich alle Belohnungen auf einmal. Ja, interessant. Okay. Also man kann ihm alle auf einmal geben, aber man skippt nicht den kurzen Moment, wo er ausrastet. Aber man kriegt trotzdem alle seine Belohnungen, die man eben jeweils nach einer Todeswurzel bekommt. Unter anderem den uralten Drachenschmiedestein. Cool. Und damit ist er weg. Und damit habt ihr Gurangs Quest erstmal erledigt. Also wir treffen ihn nochmal, aber das sind alle Belohnungen, die ihr hier abholen könnt. Nice. Und das ist auch tatsächlich das Ende vom Drachenhügel. Und wir sind ready, um zum Schneefeld zu gehen. Ich habe aber noch ein, zwei Sachen, die ich vorher machen will. Denn ich habe ja versprochen, ich will irgendwann mal einen Bogenbild ausprobieren. Und ich habe einen bestimmten Bogen im Auge. Und den habe ich aber tatsächlich nicht eingesammelt bis jetzt. Erstaunlicherweise, weil eigentlich habe ich eigentlich alles eingesammelt, aber der muss mir bis jetzt immer abgegangen sein. Und deswegen gucke ich jetzt einmal kurz, ob ich und wie schnell ich den hier finden kann. Oh, hier müssen wir raus, die schmeißen mit Bomben. Zack. Und zwar ist der nämlich hier in der Hauptstadt. Es ist gut, dass wir das machen, bevor wir nämlich hier die Hauptstadt abfackeln. Und zwar sollte der hier auf diesen Dächern zu finden sein. Ups, ah, verdammt. Ah, Spitze. Das war schon mal nix. Dann gehen wir nochmal hier runter. Und ich habe den, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht einmal eingesammelt, weil ich habe ihn definitiv in diesem
Hier New Game Plus 3 habe ich ihn nicht in meinem Inventar. Das heißt, die zwei Durchgänge davor habe ich ihn nicht. Ich habe aber einen Durchgang gemacht. Mein allererster, der separat nochmal ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn da habe, aber das ist der schwarze Bogen hier auf dem Dach. Nicht eingesammelt bis jetzt. Und den wollte ich eben mal ausprobieren als Bogen. Bei Gelegenheit. Nicht heute. Und wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen unterwegs sind und Sachen einsammeln, die wir. Oh, jetzt kann ich hier nicht Schnellreise machen, weil die ganzen Gegner da sind. Wartet mal. Ne, lässt er mich nicht machen. Okay, dann renne ich mal kurz hier durch. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, Sachen einzusammeln, die ich vergessen habe, dann würde ich doch fast das jetzt hier auch noch weiterführen. Denn auch für den Bogenbild gibt es noch einen Talisman, witzigerweise, den ich auch noch nie eingesammelt habe. Und das ist ganz spannend, denn der ist in Limgrave. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in Limgrave verpasst habe. Und was ich deswegen jetzt nochmal angehen wollte. Das Witzige ist, ich habe in meinem. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da schon mal war, obwohl das eine relativ versteckte Stelle ist, aber ich habe eine Höhle komplett übersehen. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle in Limgrave und es gibt unter dieser Brücke hier, wo dieser Kürbiskopf drauf ist, wo man die das erste Mal trifft, gibt es einen Wassergraben. Und in den kommt man, soweit ich weiß, nur von hier. Oh, das war schlecht. Sterbe ich? Ja, das war ein guter Einstieg. Kommt man, glaube ich, von, soweit ich weiß, eben nur von hier aus. Ich muss jetzt aber selber erstmal wieder rausfinden, wie genau. Und dann gibt es da wiederum eine Höhle, die ich bis jetzt immer übersehen habe. Und da müssen wir jetzt mal gemeinsam kurz schauen, weil das kann ja wohl eigentlich nicht wahr sein. Aber jetzt muss ich selber gucken, wie man da überhaupt genau hinkommt, weil der Wassergraben müsste ja in Verlängerung des anderen Wassergrabens sein, der hier unter mir ist. Das heißt, der ist hier. Genau. So, das ist dieser Wassergraben, von dem ich meine, super versteckt in Limgrave. Es ist wirklich eine Ecke, die ich komischerweise nie gekommen bin. Und es gibt hier sogar einen Luftstrom, der nach oben führt. Also wenn ihr hier noch nicht wart, wundert euch nicht, weil ich war jetzt hier in über 200, 300 Spielstunden noch nicht. Und hier gibt es tatsächlich eine Höhle. Tatsache. Interessant. Nur mal um zu zeigen, hier ist vorbei. Hier ist das Wasser, wenn man da reinspringt, ist man tot. Da ist der Turm von Limgrave. Und hier geht's rein. Ich bin total fasziniert. Hier war ich Hochstraßenhöhle. Hier war ich ziemlich sicher in all der Zeit Elden Ring noch nicht drin. Oh, und die habe ich verpasst. Und die habe ich jetzt witzigerweise auf der Suche nach einem Bogenbild, habe ich die entdeckt, weil hier gibt es einen Talisman, den man benutzen könnte für ein eventuelles Bild. Jetzt guckt mal auch hier, da sind Säulen, die man runterjobbt. Das ist eine extrem witzige Höhle. Total spannend. Nochmal ein Loch hier drin, das man runterdroppen kann. Okay. Also, ich erkunde jetzt hier gerade diese Höhle mit euch, weil ich war hier auch noch nicht. Wölfe gibt's hier. Ich gucke jetzt natürlich genau hin, was es hier alles zu entdecken gibt. Okay, hier geht's runter. Halt, da ist ein Gegenstand, da ist dann wahrscheinlich Sackgasse. Oh nee, da ist nicht Sackgasse. Was kann mein Schwert? Nicht besonders viel, aber reicht. Okay, goldene Rune 1. Naja, gut. Wir sind natürlich immer noch in Limgrave. Im allerersten Gebiet. Und dann droppen wir wohl hier in diese Höhle rein, aber vorsichtig. Wieder über diese Säulen. Das war nicht besonders vorsichtig. Zack. Nee, also hier war ich hundertprozentig noch nie drin. Und jetzt
könnte ja auch hier ein Bosskampf auf uns warten, ne? Da geht es einmal hoch und einmal runter. Gehen wir erstmal hoch. Ne, hier ist Wendegelände. Dann runter. Da müsste ja dann theoretisch der Boss auf uns warten. Ne, es ist auch noch eine große Höhle, ne? Guck mal, chillen die Wölfe. So. Ist hier noch was? Ich gucke jetzt nur ganz genau, weil hier, wie gesagt, war ich noch nie. Dunkel ist die Höhle, das kann man sagen. Wie die Wölfe hier wieder rauskommen, ist mir ein Rätsel, weil ich bin hier ganz schön tief runtergedroppt, aber okay. Adamblatt. Oh. Immer die Ecken checken, wenn man einen Raum betritt. So, und hier sind jetzt 100 pro einige. Zack. Zack. Und der da hinten lebt noch, weil er zu weit weg ist. Dann drop mal schnell rein. Hallo. Zack. Oh, du bist der Hauptwolf. Egal. Und dich noch. Dann hier alles Kleine einsammeln. Okay. Das wäre der Weg gewesen, wahrscheinlich von oben kommend. Genau. Und dann geht's hier zu einem Wasserfall. Also Entschuldigung mal, was ist denn das für eine Höhle? Das ist ja die coolste Höhle von Limgrave. Warum habe ich die noch nie entdeckt? Wie versteckt die ist? Hi. Nimm mal das bitte. Und ich heile kurz. Oh. Zack. Da ist noch mal eine. Wölfe. Jetzt sind wir hier in so einer Fledermaushöhle. Wie cool das ist. Und wie komme ich da runter? Halt mal, da ist auch noch mal eine Fledermaus. So, jetzt ist das Thema. Okay. Da sind Leute drauf. Muss ich über die Säule runter? Sterbe ich in dem Wasser? Habe ich jetzt ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Ich springe jetzt mal hier drauf. Alter! Okay. Nee, ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin. Die haben mich. Verdammt. Sowas liebe ich ja. Ah, verdammt. Okay, Marikas Pfahl. Wo fangen wir wieder an? Aber wahrscheinlich am Eingang der Höhle, ne? Nein, hier direkt. Oh, da waren wir. Oh, das ist ja super nett. Aber ich gucke gerade wirklich. Schreibt mir bitte, ob ihr diese Höhle kennt. Das interessiert mich einfach. Es ist wirklich seit langem wieder was, was ich komplett neu hier entdecke. Und wo ich ein großer Fan von bin, muss ich sagen, von dieser Höhle. Auch wenn ich diese Fledermäuse gerade etwas hasse. So, ich muss trotzdem hier runter und dann schnell 1, 2. Diesmal überrascht ihr mich nicht nochmal. So. Bitte, wie groß ist das hier auch? Hier geht's doch durch einen Wasserfall durch. Was zur Hölle? Das ist doch verrückt. Warum war ich hier noch nie? Okay, das war gut. Das geht auf beide. Ich meine, das ist wirklich nur alles jetzt natürlich Anfängerzeug, was ich hier bekomme, sage ich mal. Aber trotzdem, es ist ziemlich cool. Sorry, ich bin gerade voll im Schwärmen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das hier ist. Ich versuch mal auf diesen Stein da zu springen, weil ich hoffe, dass man da nicht ins Wasser fällt und tot ist. Doch. Ich liebe diese Höhle. Ich liebe diese Höhle. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt, ob die überhaupt einen Boss hat. Weil bis jetzt habe ich nur diese Plattform da unten gesehen. So, also nochmal hier runter. Dich. Dann hier runter dich erledigen. Reicht, dann kommst du. Upsala. Zack.
Dann springen wir hier runter, nehmen die Runen. Dann erledigen wir dich und dich. Und ich glaube gerade gesehen zu haben, dass wir uns jetzt hier einfach fallen lassen, vorsichtig. Und dann springen wir hier drauf. So. Und jetzt erledigen wir dich und dich und dann dich. Und Schamsia, okay. Oh! Da wäre nochmal ein anderer Gegenstand gewesen, aber da muss man wahrscheinlich nochmal von oben hin, würde ich jetzt fast vermuten. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Oh, jetzt wird's dann doch nervig. Jetzt wird's dann doch nervig hier in dieser wunderbaren Höhle. Oh mein Gott. Okay. Jetzt gucken wir mal so rum. Vielleicht. Nee, da gibt's keinen anderen Weg hin. Darüber springen wird nichts. Okay, dann muss ich mir da was anderes überlegen. So, wir gehen jetzt hier nochmal so. Zack. Dann haben wir das so gemacht. Dann kommt hier. Oh, jetzt kommt der von hinten. Das ist nicht gut. Den habe ich verpennt. Dann droppen wir hier vorsichtig runter. Yep. Springen hier rüber. Das war schon wieder viel zu knapp. Einmal, zweimal. Dann du. Zack. Und dann kam noch mal von irgendwo einer. Da. Nee. Aber jetzt. So. Und jetzt war der Sprung weiter als gedacht. Hopp. So. Und. Ich habe mich gerade schon wieder fallen sehen. Du bist nicht wichtig und wir gehen hier hoch. Also sorry, das ist die krasseste Höhle aller Zeiten. Ich bin gleich bei einer Stunde. Was ein bisschen blöd ist, weil ich das Video nicht länger als eine Stunde mache. Aber jetzt kommen wir hier vielleicht raus. Nochmal zu dem Gegenstand, der da gerade lag. Okay. Abgefahren. Also wirklich, ich bin gespannt auf euer Feedback zu dieser Höhle. Ob ihr die kennt. Interessiert mich. Interessiert mich wirklich. Aber ich muss mich jetzt hier nochmal ein bisschen zurechtfinden, weil ich dachte, hier gäbe es einen Bossraum, wo der Gegenstand ist, den ich suche. Ich bin ja immer noch nicht am Ende dieser Höhle. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Okay, da das Video jetzt schon eine Stunde geht, werde ich wahrscheinlich hier einen Cut machen, so wie es mir tut, weil das ist natürlich ein fieser Cliffhanger. Aber ich muss hier erstmal rausfinden. Sag mir nicht, nee. Sorry, wie krass ist das hier? Ich bin völlig, völlig begeistert. Ich mache jetzt hier einen Cliffhanger draus, weil ich bin so begeistert. Ich finde, das müssen wir mitnehmen in die nächste Episode. Was für ein Boss wartet wohl in der fantastischsten Höhle von Elden Ring? Ihr Lieben, schaltet wieder ein, lasst ein Like da fürs Video, Abo für den Kanal und dann begeben wir uns nächstes Mal auf das Schneefeld. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.